Mit einer Großrazzia ist die Polizei am frühen Morgen in Deutschland und in Italien gegen die 'Ndrangheta, die kalabrische Mafia, vorgegangen. Knapp 200 Verdächtige wurden festgenommen, Mitglieder der Mafia-Familien Farao und Marincola, aber auch korrupte Beamte und Polizisten. In Deutschland gab es unter anderem Einsätze in Hessen und Baden-Württemberg. Gegenstände und Bargeld im Wert von mehr als 50 Millionen Euro wurden beschlagnahmt. So, schauen wir zu Bettina Gabbe, die ist uns aus Rom zugeschaltet. Das war schon ein möglicherweise großer Schlag, wenn man hört, wer da alles schon mal mitgenommen wurde auf die Wache und vor allem, was beschlagnahmt wurde, Bettina. Allerdings, das war eine riesige Operation und das sind Operationen, die natürlich jahrelange Vorbereitung bedürfen. Insgesamt heißt es hier in Italien, seien 169 Verdächtige festgenommen worden. Darunter nicht nur die Menschen, die diese geschäftlichen Aktivitäten tatsächlich in der Hand hatten, sondern eben auch Politiker. Es geht um einen Regionalgouverneur und um zwei Bürgermeister. Insgesamt 10 Volksvertreter hier in Italien wurden festgenommen. Hier vor allen Dingen in Kalabrien ist eben die 'Ndrangheta ein großes Problem. Wie schwer ist denn dieser Schlag tatsächlich gegen das organisierte Verbrechen in Italien? Wie sehr setzt das letztendlich das organisierte Verbrechen tatsächlich zurück? Das kann nur eine einzige Operation sein, denn insgesamt ist es seit Jahren zu beobachten, dass die 'Ndrangheta die stärkste Mafia-Organisation in Italien mittlerweile weltweit operiert und seit vielen Jahren auch schon in Deutschland. In Deutschland, sagen italienische Ermittler, wird die Ermittlungstätigkeit zum Beispiel dadurch erschwert, dass es gar keinen Tatbestand wie in Italien der Mitgliedschaft einer mafiösen Vereinigung gibt. Es ist sehr, sehr schwer, diesen Netzen auf die Spur zu kommen, weil sie eben sehr, sehr stark vernetzt sind in allen gesellschaftlichen Ebenen, in der Politik und auch im Geschäftswesen. Insofern bleibt abzuwarten, ob es tatsächlich ein entscheidender Schlag ist. Jedenfalls ist es ein wichtiger Schlag und es geht immer mehr darum, eben die internationalen Verbindungen der 'Ndrangheta aufzulegen und dort tatsächlich den Menschen das Handwerk zu legen. Bettina, danke schön nach Rom.